Da wird auch gesprochen und gekloppt. Die Zeit hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Jutke Dizzy. Ich habe Sie gehört bei YouTubes. Und wir haben noch ein bisschen, naja, wir haben noch ein paar spicy Dinge für Sie rausgesucht, damit der Lerneffekt eventuell mal ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, auch mal noch ein bisschen reinknattert, nicht wahr? Und ich kann Ihnen sagen, die Woche wird sehr interessant. Ob Sie das jetzt nun glauben oder nicht, aber diese Woche sind wir sehr viel auf Spielberg. Und Spielberg, oh ja, falls ihr es noch nicht wusstet, da geht's richtig ab bei Spielberg. Denn in Spielberg gibt es gerade aktuell einen fantastischen, sonnigen Tag, 34 Grad. Die Fahrer sind am Schwitzen, völlig am Eskalieren. Vorher 80 Liter Wasser reingelaufen, stimmt gar nicht, 14 Liter, denn ab 15 wird's gefährlich, habe ich heute gelernt. 14 Liter Wasser reinlaufen lassen und im Auto kocht's. Und wenn es im Auto kocht, dann kocht es auch auf der Strecke. Und wenn es auf der Strecke kocht, dann kommen wir. Also, lasst uns doch mal gucken, was da gekocht wurde. Rein geht's! Also ich will das ja jetzt nicht so sagen, aber das ist Runde 1. Das ist der erste Fall heute. Okay. Also ich habe da mehr als 4 Autos gezählt. Ich habe da mehr als 4 Autos gezählt. Eieiei, das schnüffelt nach einer Pause. Da riecht's aber sehr nach Pause. So, jetzt mal wirklich unter uns. Ich habe das relativ häufig in den YouTube-Kommentaren auch. Ich meine natürlich in der Zukunftsjury, dass sich einige Menschen, wie soll ich sagen, denen gefällt das ein oder andere, die ein oder andere Entscheidung gefällt ihnen nicht. Ich möchte extra nochmal ganz kurz anmerken, dass diese Entscheidungen nicht von mir alleine getroffen werden, sondern wir uns diese Fälle in der Vorbereitung gemeinsam ansehen. Und das heißt nicht, dass wir da einfach reingehen und das binnen Sekunden irgendwie abhaken, sondern wir haben auch Fälle, wo wir sehr, sehr lange diskutieren, um zu dem Entschluss zu kommen, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal für alle da draußen das erklären, die jetzt gerade hier in der Vergangenheit oder in der Zukunft nochmal mit dazukommen und sich das hier ansehen. Eine RICO-Entscheidung kann natürlich immer davon abweichen, was du selber empfindest da draußen in der Jury. Und das ist auch vollkommen normal. Da kann man sachlich drüber reden und die Leute können hier auch ihr Appeal einreichen. Das heißt, sie können das Ganze nochmal anfechten und darüber diskutieren. Das gute Recht haben sie und dann guckt sich das nochmal jemand anderes an. Dieses Format hier dient zum A, unterhalten und B, um einen kleinen Lehrauftrag zu erfüllen, damit man vielleicht durch diese Videos etwas Rennintelligenz erhaschen kann. Und es geht hier nicht darum, die Fahrer in irgendeiner Form zu diskreditieren. Deswegen haben wir auch keine Namen drin. Bei diesem Fall hier zum Beispiel würde ich jetzt sagen, das ist ein Klassiker, der auf jeden Fall passieren kann. Der sollte nicht passieren, aber das kann passieren. Und das ist auch sehr vielen Menschen schon mal passiert. Weil ich würde dem Honda-Fahrer jetzt keinen Vorwurf machen. Ich sag's mal so, ich persönlich kann einsehen, wie viel Rennerfahrung der hat. Okay? Und der hat nicht sehr viel Rennerfahrung. Ist noch relativ frisch in der ganzen Thematik drin. Und der hat jetzt jemanden neben sich und möchte und fightet mit denen. Und ich versuche euch jetzt mal meine Perspektive zu geben als Fahranfänger. Okay? Als Fahranfänger sage ich euch, hast du überhaupt gar keinen Überblick, was hier gerade passiert. Also, du hast nach vorne vielleicht gerade so ein bisschen den Blick und nach rechts hast du, das weißt du, dass der da ist und du bist gerade in diesem Kosmos drin. Der rechts und der links. Und du möchtest ja, du fährst ja Rennen, weil du ambitioniert bist und du möchtest ja nach vorne kommen. Also achtest du auf deinen Nebenmann und versuchst dir
so gut wie möglich einen Vorteil zu erhaschen. Diesen Vorteil erhaschst du dir, indem du später bremst. Mit der Rennerfahrung, also wenn du mehr Rennen fährst und öfter auf der Strecke fährst, kannst du besser abschätzen, was dein Maximum ist und dein maximales Limit. Und ich würde sagen, dieser Herr hier hat sein maximales Limit noch nicht erkannt. Oder er hat gerade einfach nur gepennt. Und jetzt unterhalten wir uns relativ häufig in solchen Sachen oder wird relativ häufig gesagt, warum man für solche Sachen einfach kein Verständnis hat. Oder warum dafür so viel Verständnis aufgebracht wird. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir Menschen sind. Und Menschen können Fehler machen. Weil wir sind nicht alle zu 100% fehlerlos. Und das hier ist Kacke, dass es passiert ist. Hundertprozentig. Aber es kann passieren. Und das ist den meisten Menschen, ist das schon mal passiert. So, weil wenn wir jetzt nämlich mal gucken, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück. Opa. Das kommt jetzt. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel vergleichen, wann die beiden gebremst haben. Guck mal jetzt. Also der Ferrari hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und sieht, was da vorne passiert. Und der bremst jetzt. Und der bremst eine Autolänge später. Also ich würde dem jetzt niemals vorwerfen, dass er das mit Absicht gemacht hat. Weil der ist einfach am Fighten, hat vielleicht keine Übersicht. Und selbst das, nach tausenden Stunden hast du manchmal in manchen Situationen einfach keine Übersicht. Ich nehme immer als Beispiel gerne für mich selber, um das in meinem Kopf zu erklären, als du deinen Führerschein gemacht hast und das erste Mal diesen Lappen in der Hand hattest und du durftest in ein Auto einsteigen, warst du mit allem überfordert, was im Straßenverkehr passiert ist. Mit jedem Fußgänger, mit jedem Fahrradfahrer, mit jeder Ampel, mit jedem Verkehrsschild und mit jedem Verkehrsteilnehmer. Außer du kommst vom Land und hast die Möglichkeit gehabt, mit der Simson rumzuballern ohne Führerschein oder mit dem Traktor. Nicht, dass das irgendwer gemacht hat irgendwo. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass das passiert sind. Das sind Gerüchte, die mir zugetragen wurden. Bei den Menschen ist das natürlich ein bisschen was anderes. Das ist ja jetzt nicht die Allgemeinheit. Und so müsst ihr euch Rennfahren vorstellen. Natürlich würden jetzt Leute sagen, die schon 30 Jahre Auto fahren, Höhe verstehe ich gar nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber Rennfahren ist ein bisschen was anderes als Autofahren im realen Leben. Und das muss man auch erstmal lernen. Das ist ein Skill, der dazukommt. Und deswegen haben wir diesen Fall jetzt mal ein bisschen mehr ausgeschmückt, um euch mal eine Perspektive zu geben, dass ihr auch vielleicht mal ein bisschen Verständnis aufbringen könnt für denjenigen, der da im Auto sitzt. Weil in, ich würde sagen, über 90% der Fällen kannst du dem Fahrer, der da im Auto drinne sitzt, dem kannst du einen Vorwurf machen. Jo, der hat auch einen Fehler gemacht. Jo, aber du kannst ihn nicht bis zum Ende seines Lebens dafür hassen, dass er das gemacht hat. Weil die wenigsten Menschen machen das mit Absicht. Ganz einfach. Also da musst du schon ein bisschen weiter hoch in die Region gehen, wo mit Absicht Dinge gemacht werden, die wirklich fast nicht auffallen. So. Aber an der Stelle, was wir jetzt hier haben, ist den Unfall mit mehr als 4 Leuten. Und das ist in der ersten Runde 3 Tage Pause. Und das geht in die Akten und da wird, ist das auch die nasse Seite? Ja. Da wird auch gesprochen und gekloppt. An der Stelle. Was haben wir denn als nächstes? Oh, meine Damen und Herren, jetzt haben wir, das ist auch, finde ich, persönlich ein, man könnte sagen, das ist ein Klassiker. Man könnte sagen, das ist ein Klassiker, den sieht man doch relativ häufig. Ich muss kurz gucken, dass wir das hier hinkriegen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Asphaltierter Boden, sehr große Sandfläche, ein kleiner Grünstreifen. So ein paar Windräder im Hintergrund, den ein oder anderen Sandhaufen von der Zementerei oder was auch immer da gemacht wird für ein Kiesgedödel, aber da liegen Kieshaufen. Fantastisches Wetter. 40 Grad im Schatten, die Gemüter kochen hoch und dann ist das auch noch eine sehr enge Strecke. Und auf einer engen Strecke mit Autos, die normalerweise nicht wirklich so viel gefahren werden, kann ja auch mal was passieren, weil die Gemüter sind im Sommer ja hochgekocht. Ne? Man ist ja auf Spannung oder wie die Jugend sagen würde, auf Lock eingestellt oder auf Basis. Und dann passieren hier Sachen wie das hier. Kommen Sie mit mir, reisen Sie mit nach Zolder. Willkommen in Zolder. Einfach mal entsorgt. Das ist so ein Schleichtig-Euder-Moment. Oder
Oder das ist so ein Moment wie, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich bin einfach dabei und ich ziehe einfach durch und hoffe, ich komme lebend durch. Sind wir mal ehrlich? Auch die Jury jetzt gerade, die hier live dabei ist, wie oft haben Sie schon jemanden von der Strecke runtergeschoben? Unbeabsichtigt. Bei mir reichen zwei Hände gar nicht aus, um das aufzuzeigen. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, am Ende des Tages kriegt er dafür eine Strafe. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ist offensichtlich, von der Strecke runter ist causing a collision und dann ist das auch noch Runde 1. Das knallt natürlich im Gebälk. Ah, kann halt passieren. Ne? Kann halt wirklich passieren. Du guckst gerade nicht irgendwie in den Spiegel oder weiß ich. Man könnte, wisst ihr, das Schönste ist immer, habe ich früher auch immer gesagt, ne? Ja, ist so ein Radar, Alter. Da muss man doch hingucken. Naja, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist wie in der ersten Situation, ne? Bist du noch so ein bisschen Fahranfänger? Hast vielleicht noch nicht deine 3 Milliarden Rennen runter? Und dann guckst du nach vorne, neben dir ist eine, dann hast du zwischendurch 3 wide und hinter dir noch 2. Und du bist eigentlich nur am Rotieren und deine Augen machen eigentlich in dem Auto nur das hier. Nur das hier. Jeder Spiegel oben, unten und du guckst halt eine Sekunde und es ist wirklich nur eine Sekunde, guckst du einfach nicht oben auf das Radar und dann passiert dir sowas beim Rausbeschleunigen. Ist aber trotzdem 1-0, ne? Ich kann da immer nur empfehlen am Anfang, gerade für ja Menschen, die in solchen Situationen vielleicht ein bisschen überfordert sind, dann macht lieber ein bisschen Piano. Fahrt irgendwie vielleicht ein bisschen weiter weg von dem Trouble, einfach nur, dass sie das erstmal einschätzen können. Ne? So als Beispiel jetzt, wenn wir uns mal hier die Situation aus der Perspektive des Fahrers angucken, wenn wir das jetzt hier sehen, dass man einfach sagt, so, wir bleiben hier. Wir bleiben jetzt hier, so auf der Seite, wir fahren jetzt dem vielleicht noch hinterher, ne? Oder wir gehen jetzt hier rein. Ne? Also man hätte ja ein bisschen enger fahren können. Dass man sich einfach dann für solche Routen entscheidet und man sagt, okay, gut, wir gehen jetzt mal weg von der Ideallinie, wir fahren jetzt einfach mal weiter auf die andere Seite. Also das wäre hier noch ein Lösungsansatz gewesen, auch wenn jetzt hier von hinten noch jemand kommt. Wobei, ja, könnte auch schwierig sein, hätte man sich vielleicht hier vorne schon ein bisschen dafür entscheiden sollen, da zu bleiben, weil dann hätte der Hintermann mehr Zeit gehabt zu reagieren, ne? Aber das wäre auf jeden Fall die safere Variante gewesen an der Stelle. Vielleicht besser durchzukommen. Aber ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das kommt alles mit der Zeit. Und da würde ich auch keine Panik machen. Und ich sag mal so, ein paar Strafen sammeln, das gehört zur Charakterprägung dazu. Weil das animiert dann ja ein bisschen darüber nachzudenken, was man falsch gemacht hat. Hoffe ich zumindest. Das wäre zumindest wünschenswert. Sagen wir es mal so. So, 1 Safety Rating abgezogen gekriegt. Rein in nächsten. Oh, Aktensystem ist wieder da, Chat. Jury, Verzeihung. Wer ist denn Chat eigentlich? So ein Quatsch. Oh, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das beschreiben soll. Wir befinden uns auf der schönsten Racing-Autobahn der Welt. Es gibt keine schönere Stelle auf der Welt mit gerader Fläche, wo schon so viel passiert ist wie hier. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, diese Autobahn endet mit einer der legendärsten Kurven, die es gibt, sowohl in diesem Format als auch in vielen anderen Formaten, die es im Internet gibt zu Simracing. Meine Damen und Herren, wir sind in Italien bei schönstem Wetter in Monza, Turn 1. Ich fand den Versuch gut. Das wird nix. Nope.
So, wir haben ja hier einen Lehrauftrag. Ne? Dass er da durchgefahren ist, ist überhaupt nicht schlimm. Okay, das ist sogar im Grunde genommen ziemlich gut gewesen, weil er hat dadurch einen Crash vermieden. Jetzt kommt der Lehrauftrag. Warten Sie kurz. Wir machen das mal kurz aus der Perspektive von dem jungen Mann hier, der das reportet. Passen Sie auf. Also, es war alles richtig. Okay, war super. So, jetzt kommt aber der Punkt. Er war ja nicht vor ihm. Also, dieses Auto war ja nicht vor diesem Auto. Hätte er jetzt einfach noch ein bisschen geliftet, ne? Und hätte sich wieder an den drangehängt, wäre alles cool gewesen. Und da hätte es auch gar kein Problem gegeben mit der Thematik, die hier gerade passiert ist. Passen Sie mal auf jetzt, ob Sie es nun glauben oder nicht, weil ich sehe ja wieder mehr als Sie. Ich denke, danach weiß er das, weil ihm das wahrscheinlich zum ersten Mal passiert sein wird. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ist ihm das erste Mal passiert. Die Intention war gut, die Umsetzung könnte man noch ein bisschen besser machen. Ne? Also nächstes Mal, falls euch das passieren sollte da draußen, versucht euch immer einzureihen bei demjenigen, mit dem ihr nebenher gefahren seid. Dann ist alles okay. Trotzdem ist das gaining on his advantages. Und das ist, Moment. Oh, ja doch, ich glaube, das wird er sich jetzt merken. Oh no. Das ist 3 Tage Urlaub, meine Damen und Herren. Die Zeit hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Das ist 3 Tage Pause. Oh, da geht's in den Urlaub für 3 Tage. Der hat sich einen gelben Schein geholt. Kommen wir mal zum letzten Fall der heutigen Folge. Oh, oh, Ladies and Gentlemen, wir sind mal wieder in... Au, au, au. Wir sind in Italien. Wir sind in Italien. An einer anderen Stelle. Da geht's auch immer heiß her. Es ist so ein Rechts-Links-Gewiggle die ganze Zeit. Ich muss bloß kurz was gucken. Geben Sie mir eine Sekunde. Ja, okay. Alles ist in Ordnung. Alrighty. Wir sind bei den GT3s unterwegs, meine Damen und Herren. Und es ist Italiano. Misano. Italiano Misano. Mal gucken, was in Italiano Misano auf uns wartet. Gucken Sie sich das mal bitte ganz genau an. Ich bin ja mal sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Ich warte jetzt einfach mal ganz kurz. Was würden Sie jetzt hier urteilen? Ich lasse das nochmal laufen. Von oben. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte das wirklich nicht erwartet aus der Jury. Vielleicht sollte ich mehr an Jury glauben. Wir haben sehr lange über diesen Fall gesprochen und waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, puh, das gibt bestimmt sehr viele Diskussionen, weil der Audi jetzt den Aston Martin angeklagt hat. Und wir waren uns in der Vorbesprechung dieses Falls sehr einig, dass das No Further Action ist. Ist ein Rennunfall. Aus dem ganz einfachen Sinne, weil... Erstmal, wenn man jetzt guckt, der Audi hat natürlich seine Linie. Dann geht er nochmal hier so beim Einlenkpunkt noch weiter rein, logischerweise. Und der Aston ist jetzt also extra länger sogar noch auf der Bremse, weil er das mitgekriegt hat und das verhindern möchte. Und hat den jetzt dann logischerweise leicht angetippt. Aber es ist am Ende für uns ein Rennunfall gewesen. Weil der Audi sich auch irgendwie nicht so richtig ausgecased hat, was jetzt hier nur wie, was, wo Phase ist. Und beim Aston auch einfach zu sehen ist, dass er... nicht volles Cartoon reinhalten wollte. Ab wann zählt daneben? Rad neben Rad. Rad neben Rad. Und deswegen haben wir uns hier bei diesem Fall für No Further Action entschieden.
Rennunfall. Bei dem Argument, da wurde die Tür zugemacht, würde ich auch nicht unterschreiben, weil der Audi hat nicht die Tür zugemacht, er hat schon Platz gelassen. Also ist jetzt nicht so, als wenn er da irgendwann noch richtig crazy zugezogen hat. Das sehen haben wir auch nicht gesehen, dass der Audi die Tür zugeschmissen hat. Nee, haben wir nicht gesehen an der Stelle. No further action. Und damit, Freunde der Sonne, vergessen Sie bitte nicht, einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich immer über die Diskussion und euren Input, wie ihr diese Fälle seht, denn das hilft mir auch ein bisschen weiter, gewisse Dinge etwas anders zu sehen in meinem Leben. Aber bleiben Sie bitte immer sachlich und nicht unter die Gürtellinie oder auf Mountainbike gehen, wie wir hier gerne sagen. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Lassen Sie sich gut gehen. Vielen Dank und ciao, Kakao. Bis den Dansen.